Herzlich willkommen bei Immobility TV. Mein Name ist Rainer Echinger und ich bin auf der Europec jetzt am Bionic-Stand. Bionic hat dieses Jahr die neue Remote Control eingeführt und auch das neue RC3 Display. Was gibt es jetzt für 2017 Neues? Wir haben für 2017 neu unsere App, die wo über Bluetooth mit dem Fahrrad verbunden werden kann, wo man dann das Ganze auch als Navigation hernehmen kann. Funktioniert wie jede andere Navigation im Auto, im Motorrad oder ähnliches. Ich kann mir einfach hier über die Navigation meine Orte auswählen, über Position, Adresse oder Karte. Ich suche mir dann mein Ziel aus. Die App kostet was oder ist die gratis? Die App ist kostenlos im iTunes Store oder bei Android, Google Play etc. Zum Runterladen. Ab wann? Ab sofort. Ab sofort. Frage jetzt betreffend Route, schnellste, kürzeste, schönste wahrscheinlich zum Auswählen. Kannst du ja unter drei Routen auswählen, kürzeste und schnellste über eigene Punkte und dann die leichteste, glaube ich, sogar noch. Funktioniert die jetzt auch mit Ansage? Die funktioniert auch mit Ansage, ja. Die Daten kann ich dann wo ablesen? Nur jetzt am Display oder gibt es ein passendes Portal dazu? Es gibt auch ein passendes Portal dazu, wo ich mich mit meiner Identifizierung für die App genauso auch im Portal anmelden kann, wo ich dann das Ganze hier dargestellt habe über Kalender, Daten, alles was dazu gehört. Ich kann es auch weiterleiten an meine Freunde, dass sie die Touren nachfahren können. Wie in jedem anderen handelsüblichen Portal auch. Gut, recht herzlichen Dank für die erste Information.